Hallo, herzlich willkommen bei Simone Stempel. Heute möchte ich mit euch eine kleine Reise durch den Katalog machen, aber nicht nur. Ich habe natürlich auch noch was Praktisches mit dabei. Und zwar zum einen meiner Lieblingssets. Fangen wir doch einfach erstmal mit dem Katalog an. So, da am Anfang stehen so ein paar Erklärungen drin. Oben steht ein Party ausrichten, wo es ja jetzt eine ganz besondere Aktion läuft für diesen und nächsten Monat, also für September und Oktober. Hier könnt ihr auch noch mal ein besonderes Set für die Gastgeberin sehen. Wunderbare Wintergrüße steht da drauf, 10 Gummistempel. Genau. Und hinten wird noch mal ein bisschen die Tabelle erklärt. Vorteil Shopping, das heißt, dass ihr euch, wenn ihr jetzt bei 200 Euro, also in Umsatz zusammen habt, dann könnt ihr euch für 20 Euro Artikel aus dem Katalog auswählen, aus diesem oder aus dem Hauptkatalog. 10% sind es dann und stapelt sich das immer weiter. Ab 550 gibt es sogar einen Artikel zum halben Preis. Da könnte man zum Beispiel auch die Big Shop nehmen. Dann kostet die nicht mehr 120 Euro, sondern 60 Euro. Ja, das ist ein kleiner Teil dazu. Also gerne meldet euch bei mir. Ich bin in München und Umgebung. Könnt ihr da eine Party bei mir buchen? Müssen wir natürlich einen Termin zusammenfinden. So, dann haben wir auf der nächsten Seite die Reihe Weihnachtsquilt mit wunderschönen Papieren und einem Band. Habe ich selber allerdings noch keine Produkte von. Ah, doch, Entschuldigung. Ich habe das Band und diese bestickten Filzaccessoires und unten die Papiere. Dann gehen wir mal weiter auf das nächste. Das ist ein ganz tolles Set, aber mit einigen kleinen Teilen. Wenn man hier oben auf der anderen Seite sehen kann, kann man dieses Geländer machen. Geländer. Links unten in der Ecke sind die Tierformen, ein Baum und dann das Geländer, der Hund, ein Tisch und alles Mögliche. Und natürlich auch die Stempelsets dazu. So ein paar Kleinteile, die man hier sehen kann. Der Hund, der gerne nascht am Tisch, na, wer macht es nicht gerne zur Weihnachtszeit? Oh. Und dann auf der nächsten Seite gibt es drei verschiedene Stempelsets. Und schön ist, dass sie alle in Deutsch sind, mit besonderen Weihnachtsgrüßen. Könnt ihr einfach mal schauen, was euch da selber anspricht. Ich habe den genommen, den Baum. Der Weihnachtsbaum ist ja doch immer wieder zur Weihnachtszeit eine tolle Sache. Dann haben wir die Reihe Frohes Fest. Da habe ich ja schon auch Dexe Holz und ist in der deutschen Version auch Freude über Freude oder Stille Nacht. Da habe ich natürlich schon auch einen Film gedreht. Und diese besondere Karte, die es dazu gibt, die werde ich euch auch noch bei. Ja, mehr in der Weihnachtszeit vorstellen mit dem Geheimfach. So, gehen wir da drauf. Da gibt es noch einen Stempel, eine Schanze, Entschuldigung. Schanze-Etikett für jede Gelegenheit. Die habe ich jetzt gerade hier liegen. Genau. Und da passen die vier oberen Sets rein. Und dann gibt es noch zwei: einmal für das Runde und einmal auch fürs Oval. Denn dazu haben wir ja auch immer. Bei dem Runden haben wir auch eine Schanze, aber auch für das Oval haben wir ja auch die Framelin. Genau, weihnachtliche Etiketten. Toll sind diese Schachteln. Werde ich euch noch mal ein andermal vorstellen. Dann haben wir hier ein Set. Und zwar eignet sich dieses Teil besonders für einen Adventskalender, wenn man es die Möglichkeit hat, es aufzuhängen. Sieht bestimmt ganz toll aus. Werde ich euch auch noch vorführen. Ich habe mir die Produkte bestellt. Dann gibt es hier nochmal verschiedene Stempelsets. Allerdings in Englisch. Da oben ist noch in Deutsch. Nichts geht über den Zauber von Weihnachten. Ja, der hat schon seinen eigenen Flair. Nochmal Stempelsets, aber die sind in Englisch. Alle in Englisch, aber. Man hat immer mal wieder auch Freunde, die gerne Englisch sprechen oder im Ausland unterwegs sind. Da kann man das Set immer wieder einsetzen. So, die nächste Seite.
Reihe Weihnachtsglanz. Da gibt es Stempel. Das sind Gummistempel, die angegeben sind. Als wenn ich das auf eine Verpackung drauf mache, wie man aussieht, sind oben die Teile bestempelt mit den Sachen. Ein Weihnachtsbaum noch dazu. Man auch wieder besondere Karten mitgestalten kann. Und hierzu gibt es dann Mini-Glitzer-Girlanden. Also in Silber und in Rot. Sieht sehr schön aus. Und wir haben natürlich auch Glitzerpapier, was man hier unten in der Ecke sieht. Also alles, was das Herz begehrt. Es gibt noch Olivgrün und glutrote Marker, die man in Doppelpack kaufen kann. Ja. Das nächste ist etwas ungewöhnlicher, aber eine tolle Idee. Sieht man die Oberteile, eine Strick oder Pullover, eine Richtung so mit Weihnachtsmotive, die man dann selber ausmalen kann. Mhm. Unten eine Girlande, die man direkt unten auf der Verpackung auch dann sehen kann, mit Gold embossed. Sogar auch sagen, ja, genau. Und diese Verpackung ist auf den Seiten vorher gewesen mit dem Stiefel dazu. Genau, war die mit drin. Aber da oben haben wir einen Santa Claus, ist im amerikanischen heißt. Gibt es so richtig als Formlizformen zum Aufstampfen. Die Big Shot. So, jetzt kommen wir weiter. Da geht es so ein bisschen in ein anderes Land. Ich würde sagen, wo, ja. Ich persönlich mich etwas schwerer tue. Für mich ist Weihnachten kalt, nicht warm, aber das heißt nicht, dass es nicht so war. Dass ich wirklich in fernen Ländern, in den warmen Ländern, das Ganze angefangen hat. Das ist schön mit Gold embossed. Die drei Heiligen Könige. Mhm. Und was ich ganz toll finde, sind diese Frau Melis Musikinstrumente für unsere Musikfans. Auch mal was dabei. Also ich bin zwar noch nicht so lange dabei, vielleicht gab es mal was, aber bewusst ist mir noch nichts aufgefallen. Mhm. Dann, das finde ich schon Heilige Nacht, das ist auch in Deutsch, dass ihr spezielle Karten dafür fertigen können. Das ist auch ein ganz tolles Set. Unten gibt es, das nennt sich Igles Form Bethlehem. Genau, dass man wirklich den Hintergrund, aber auch als ganze Stadt fertigen kann. Dann haben wir hier noch ein Stempelset mit Tannenzapfen. Noch nicht ganz unbekannt. In der Richtung hatten wir ja schon was. Da gibt es das Weihnachten Lichterschein. Da habe ich euch schon mit einer Karte vorgestellt. Jetzt nicht ganz weihnachtlich, sondern mit der Dame, die getanzt hat an der Laterne. Na, weiter geht's mit Glocken und Baum. Dazu gibt es dann auch passende Formelitzformen. Na, hier kann man sehen, es ist ein bisschen ausgestattet, ist unterlegt mit Karo-Papier. Und da, das sind jetzt Sets für euch. Einmal gibt es ein Set, wo ihr selber hier steht für 12 Schmuckrosetten anfertigen könnt. Und da für einen Weihnachtsbaum oder auch ganz toll für an einem Geschenk. Sieht immer hübsch aus, wenn es noch ein bisschen schön verziert ist. Und das sind die ganzen Teile, die mit drin sind. Das sind die Rosetten mit Gold. Rand einmal und dann hier sind es von innen mit kleinen Punkten, kann man ja vielleicht auch so beschreiben. Genau. Auf der rechten Seite ist es ein Kartenset, Projekt Malerische Weihnachten. Und da habt ihr dann auch einen Spruch dabei. Aber was ich will, ihr müsst das Set selber bestellen. Und dazu bestellen noch. Aber es sind, der Inhalt ist mit 20 Karten, es ist hier alles abgebildet. Wenn man am Anfang nicht beim ersten Mal oder zweiten Mal, wie auch immer,
wirklich mal damit anfangen möchte und sich noch nicht so viel traut, genau, selber etwas zu fertigen, habt ihr die Möglichkeit, damit anzufangen. Vielleicht noch ein, zwei Stempelfarben. Zusätzlich, weil hier ist eine in Schwarz drin. Nein, müsste noch zusätzlich bestellen, habe ich gerade gesehen. Genau. Das müsste man noch dazu bestellen. Aber es ist noch nicht ganz so viel, wenn man eine Stempelfarbe hat. Ja, hier haben wir ein besonders sehr dünnes vom Flockenreigen. Da kann man das Ganze sehen. Das ist auch sehr schön. Ich habe schon eine Karte halb vorbereitet für ein neues Video. Und jetzt kommen wir zu der Reihe Winterfreuden. Das ist eins meiner Lieblingssets. Da werden wir dann auch gleich was mitmachen. Und ich möchte hier an dieser Stelle auch den Katalog stoppen, weil da sind noch jede Menge Seiten. Denn sonst wird es einfach ein bisschen zu lang. Da ich euch noch ein bisschen was davon zeigen möchte. Was wir hier unten sehen, das sind so kleine, da habe ich es mir leider das Kleben verrutscht, da habe ich es auf der falschen Seite gesetzt, Mini-Umschläge, da wir auch eine Karte mit basteln werden. Genau, da habe ich, da unten sieht man ja die Metallic-Schneeflocken in Gold oder in Silber. Sind wunderschön und ja, die sind auch schön stabil. Und auf der Rückseite, wenn ihr entweder Gold oder Silber nicht möchtet, könnte man das auch umdrehen und da habt ihr dann die weiße Seite. Man das vielleicht auch mal zusammen hinlegen kann. Nur zu eurem Verständnis. Bitte, ich mag lieber nur Gold, ich mag nur Silber. Habt ihr die Möglichkeit, das umzudrehen? Okay, also. Hier ist auf jeden Fall schon ein halber drauf. Kommen wir mal gleich noch zu. Weil das Set ist ja nicht nur, wie man hier sieht, für Weihnachten, sondern gibt es auch für Hochzeiten. Und noch ist immer noch das Thema Hochzeit, weil wir sind ja jetzt gerade mal erst Anfang September. Und ich habe sogar auch für eine Hochzeit, für einen Bräutigam etwas genäht. Deswegen denke ich, das ist toll, da kann man noch Hochzeitsgrüße mit basteln. Genau, da kommen aber die Sachen dann mit Vorschein. Ich zeige euch noch mal das Papier, wie es dazu gibt. Da haben wir einmal auch so schöne Schneekristalle und mit unseren tollen Reisen kann man die nämlich dann auch noch ausstanden. Dann braucht er gar nicht schneiden, entweder nimmt er das mit den Zacken oder einfach auch nur ganz rund, die ihr benutzen könnt. Dann gibt es die größeren, die auch nicht alle passen, aber ein paar davon. Ein schönes Karo-Papier und davon sind jeweils. Da haben wir noch eins, also wir haben vier verschiedene, wie es sieht. Und dann sind immer drei Papierbögen da drin. Auf der Rückseite sind sie allerdings schlicht. Aber ich muss jetzt sagen, dazu, die sind fester als unsere anderen Papiere, was ich auch wieder sehr gut finde. Das zeige ich euch mal, was ich noch mal sagen möchte. Und zwar habe ich hier eine Karte vorbereitet und da kann man schon sehen, da habe ich was ausgeschnitten und das Stempelset, was ich verwendet habe, ist hier einmal dieser Kreis und den habe ich dann mit Kupfer embossed zu den Kleberollen und dann Silber einfach quer drüber her. Dann haben wir ja auch noch unser wunderschönes dünnes Leer und entweder in Gold oder in Silberkupfer haben wir noch etwas anderes für Kupfer. Aber die
besonderen Klebemotive. Oh, wo ist denn eine andere? Da sind die. Sind da fünf verschiedene Rollen in Kupfer. Da haben wir in der Mitte Silber und Gold. Und hier ist so eine Mischung aus allen dreien Farben. Und das andere ist mit Weiß und Gold. Also könnt ihr da verschiedene verwenden. Unten, hier sind noch so Accessoires. Das ist aus Metall. 24 metallische Zierelemente. Da habe ich dann schon einen mit drauf gesetzt. Diese kleinen Herzchen habe ich gestempelt mit Anthrazitgrau. Allerdings habe ich die einmal vorher abgestempelt. Deswegen, da ich finde, die sehen auch ganz toll aus, wenn sie ein bisschen heller sind. Ja. Schöne Grußkarte. And so your story begins. Für Ehepaar passt es ganz gut. Dazu habe ich dann eine Verpackung. Und zwar, da müssen wir ganz kurz weiterblättern. Wo war die denn? Weil die ist ja auch mit drin. Da. Und das ist nämlich die Mini-Pizzaschachtel. Da sind dann auch noch die Umschläge in 3x3 Inch. 7,6x7,6 cm in Flüsterweiß und Mini-Pizzaschachteln. Und die haben Fertigmaße von 8,9x8,9x2,5 cm. Und sind lebensmitteltauglich. Das heißt, ihr könnt da auch Kekse reintun oder Gummibärchen, was auch immer. Und da, genau, habe ich da jetzt diesen anderen Kreis genommen. Und gegenüber der Karte. Nehme ich nochmal die Karte dabei. Und habe da auch Teile noch mit ausgeschnitten. Und hier sieht man dieses bunte Band dazu. Und aufgeklebt habe. Und da kleine Herzchen habe ich, und auch Mr. und Mrs. sind in Kupfer embossed da drin. Steckt noch ein kleiner Umschlag für Mr. und Mrs. natürlich. Auch da habe ich das mit dem Band festgemacht und drin natürlich auch noch eine kleine Karte. Auch da ist viel embossed. Passt einfach wunderbar. Gold, Silber oder halt auch Kupfer. Da wieder das kleine Herz, einfach eine kleine Wiedererkennung. Und könnt ihr dann eure Grüße damit fertigen. Passt wunderbar da rein. Und man kann es dann gut auch für Geldscheine nehmen, die Verpackung. So. Ganz nochmal zusammen. Hier an der Seite. Mach gerne mal dran. Und jetzt drehe ich das um. Schiebe meine Teile. Ich habe euch ja gezeigt, dass ich das vorbereitet habe. Etwas. Ich möchte euch noch den Unterschied zeigen, ob ihr etwas aufschneidet. Ihr habt die Möglichkeit, hier zu schneiden natürlich und hier. Der Unterschied bei den beiden ist, wenn ich es hier schneide, dann ist es länger und passt jetzt nicht mehr ganz auf den Umschlag. Das heißt, ihr müsstet an der Stelle schneiden, ja, das Schmalere statt das Breite. Ja. Aber man kann das Ganze natürlich auch einfach nochmal schneiden und hat ein Viertel davon. Jetzt mal einen Umschlag mit dem Goldenen. Und da werden wir jetzt noch was Teil mit aufsetzen. Überlegt hatte ich noch, was kann ich denn da noch mit drauf machen? Wollte ich aber nicht so viel machen. Manchmal ist weniger mehr und legt dann jetzt einfach Teile drauf. Das ist jetzt sehr für einen Neujahrsgruß. Könnt ihr so machen und dann kleben. Da kann man natürlich auch immer noch anders machen. Beim Neujahr, einmal für Hochzeit. Da habe ich das andere. Den habe ich auch gestempelt. Und zwar, wenn ich dann mal Stempel hat, das ist das Teil, was da in der Ecke da, gestempelt und mit Wasserwerk.
und dann mit Gold embossen. Den werde ich jetzt hier drauf machen. Ihr habt die Möglichkeit, einen reinzumachen. Natürlich geht auch zwei. Dann nochmal. Dann das noch aufkleben. Und das andere da drauf. Ich lasse den jetzt aber erstmal weg und setze nur das in der Mitte auf. Macht es dann genauso. Ich weiß, das ist etwas weniger, aber die anderen Karten und auch die kann man sehen, wie es gemacht ist. Das hat nur unten festgemacht. Hier ist alles locker und da einfach auch mit einem dreidimensionalen. So. Auch da habe ich noch. Jetzt machen wir das mal andersrum. Vorher habe ich das ja oben drauf gemacht bei dem. Jetzt habe ich es jetzt unten. Und gucken wir mal, wie das. Und dann ist das also drauf. Wenn er überlegt, vielleicht mag ich es dann doch mit, kann man das noch darunter setzen. Also ist immer alles Geschmackssache, wisst ihr ja. Jeder entscheidet für sich selber, wie er das machen möchte. Das ist nur eine Idee, die ihr gerne nachbasteln dürft. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann euch schon ein paar Ideen dazu geben. Mir selber gefällt das unheimlich gut mit dem, dass es auch schon im Katalog abgebildet ist mit dem Rahmen. So, was ich noch nicht gezeigt habe, ist diese Prägeform Schneekristall. Genau. Und die habe ich in dieser Pizzaschachtel reingemacht. Und zwar, wenn ihr damit durch die Big Shot fahrt, ganz wichtig ist, dass das Teil nach oben ist. Da kann man mit dem Fingernagel reingehen. Das hier. Und da ist das muss nach drauf gesetzt werden. Wenn ihr das dann reinlegt, dann passt es genau durch die Big Shot rum, weil die Breite passt ja da rein. Und dann habt ihr die Form schön da drauf auf der Pizza. Das Ganze ist ja ganz flach. Drückt ihr dann ein. Da. Das braucht ihr nicht kleben. Könnt ihr aber, wenn ihr wollt. Und das ist dann ja drauf. Aber das lässt sich dann schön flach hinlegen, wenn ihr das nicht anklebt. Dann. Nämlich mit reingegangen. Manchmal guckt, dass es schön hinten anlegt und dann beide Seiten eindrückt. Und dieses Teil ist die Champagnerfarbe. Habe ich jetzt nichts weiter vorbereitet. Aber könnte man vielleicht noch draufsetzen oder aber auch ein paar andere Motive auch da. Geht ja. Sind ja da auch noch ein paar Sachen da, die man einfach so mit doch draufsetzen kann. Okay. Und ja, werde auf jeden Fall noch die Arbeit machen, für mich selber in der Richtung was zu machen. Ja, da wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim Nachbasteln und Katalog durchblättern. Und gerne dürft ihr bei mir bestellen. Ich habe mir auch noch eine andere Überraschung vorbereitet. Da musste ich meinen Mann ein bisschen mit einweihen, weil es doch ein bisschen aufwendiger ist. Aber ja, ich denke, Ende des Monats werde ich das bekannt geben und freue mich einfach, euch da etwas anzubieten. Wünsche euch natürlich alles Gute und freue mich über eure Fragen und natürlich auch über Bestellungen. Hier wart ihr bei Simone Stempel. Bis dann. Bye.